unser nächster Gast, der kennt sich mit so turbulenten Dingen aus. Der hat turbulente Zeiten hinter sich, aber eben auch sehr, sehr erfolgreiche Zeiten, meine Damen und Herren. Er ist die eine Hälfte des in Deutschland ja über alle Maßen erfolgreichen Popduos Rosenstolz. Ja. Ah. Zum Bedauern, zum großen Leidwesen aller Fans haben sie vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass sie eine Pause einlegen. Ich finde das in Ordnung, manchmal muss man solche Pausen haben. Und er hat auch gesagt, er ist jetzt reif, ein Abenteuer zu wagen. Lassen wir uns auf dieses Abenteuer einfach gemeinsam ein. Wir sind gespannt auf das, was wir jetzt zu hören kriegen. Herzlich willkommen, hier ist er mit seiner neuen Platte, Peter Plate. Ich bin grad aufgewacht, mein Kopf tut noch weh. Wir schauen zum Fenster rauf, niemals warst du so schön. Ich rede wie ein Wasserfall, für mich ist das nicht normal. Komm, steig mir aufs Dach, hier oben sind wir allein. Den ganzen Lärm und den Krach, den lassen wir hier nicht rein. Die große Stadt, das sind wir zwei, und alles andere wird jetzt klein. Wir beide sind Musik, wir sind eine Symphonie, wir sind die Nacht, der Tag und alles danach. Wir beide, wir beide. Zwei sind wie ein Lied, das sich füreinander schrieb. Wir sind im Takt, der Beat sind eine Melodie. Wir beide, Musik. Wir beide, Musik. Wir werden weitergehen, so wie sich alles bewegt. Wer jetzt noch nichts fühlt, hat doch niemals gelebt. In meinem Kopf tanzt ein Ballett und mein Verstand hält sich versteckt. Wir beide sind Musik, wir sind eine Symphonie, wir sind die Nacht, der Tag und alles danach. Wir beide sind wie ein Lied, das ich füreinander schrieb. Wir sind im Takt, der Beat sind eine Melodie. Wir beide, Musik. Wir beide, Musik. Und will ich's laut, drehst du mich auf, komm, spiel mich rauf und runter. Und wenn du meine Tasten drückst, geht unser Lied nie unter. Du bist auf meinen Lippen, bis der Klang dir nicht so lieb, du bist Musik. Dankeschön. Ja, da wird man ja gekannt. Vielen Dank, Peter Plate. Dankeschön, dass Sie heute hier sind. Ich muss das jetzt im Namen der Fans fragen. Es tut mir leid. Ja? Also seit 20 Jahren ein Erfolgsteam mit Anna R. und mit Rosenstolz und jetzt eine Pause. Ich muss jetzt fragen, wie lange ist die Pause geplant? Ach, wir hatten so viele tolle Jahre zusammen und ich glaube, wir genießen momentan unsere eigenen Abenteuer. Ich finde es ganz toll, mit meiner Band Musik machen zu dürfen. Und vielleicht fliege ich ja danach mit Sarah Brightman ins All. Und wir haben immer gesagt, wenn es wieder kribbelt, machen wir natürlich weiter.
Also, das muss jetzt erstmal reichen als Antwort. Ne? Ich finde es auch toll. Ab und zu muss man sich verändern, um wieder aufeinander zugehen zu können. Also ist ganz normal. Das ist unbedingt. Wie im Leben. Ne? Ist wie im Leben. Und also das soll auch nicht heißen, dass mir das nicht gefallen hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde es toll. Also ja, wirklich. Hat es Ihnen auch gefallen? Vielen Dank. Und Peter, wie fühlt es sich denn an? So, ich meine, klar, da sind Musiker da, aber man steht jetzt hier alleine und man ist jetzt auch auf einmal der Leadsänger. Wie ist das? Na, ich betrachte mich eher so als Geschichtenerzähler. Mhm. Und ich habe meine Band, wie gesagt, und meine drei, die 1, 2, 3, das sind die Quietschis. Und die sind immer dabei. Und immer, wenn ich zittere und Lampenfieber habe, legen die die Hand auf. Okay, gut. Also wir wünschen alles Gute für dieses Abenteuer. Wir werden das alle ganz aufmerksam verfolgen und ihn dabei begleiten. Ganz einfach. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Und ich muss das einmal sagen. Ihr durft ja schon viele Fernsehsendungen machen, aber euer Team hier und wie wir hier hofiert werden und ganz lieb behandelt werden. Ganz toll. Du hast ein ganz tolles Team. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön, Peter Plate, danke. Alles Gute.